So, willkommen bei diesem Video. Heute soll es ums Ultraschallbad bzw. um die Reinigung des Gehäuses und vielleicht auch ein bisschen vom Fahrgestell gehen. Ich will mich jetzt schon mal bei allen Beteiligten bedanken bzw. bei meinem guten Freund, bei dem durfte ich jetzt 3 Stunden verbringen und das ganze Teil reinigen mit seinem Ultraschallbad. Also, ich bin wirklich 3 Stunden dran gesessen. Wir haben nebenher geredet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe nicht alles aufgenommen, aber die wichtigsten Sachen und ja, jetzt viel Spaß bei diesem Video.
ich es jetzt doch nochmal fahren lassen. Also man sieht schon, dass es jetzt glänzt. Wirklich wieder eine wunderbare Maschine jetzt. Ich habe auch gesehen, dass an manchen Stellen der Lack tatsächlich schon abgefallen war. Und ja, jetzt spannen wir sie mal im Güterzug vor und dann fahren wir nochmal ein paar Runden. Und gucken, ob es wirklich wieder funktioniert. Also ob ich es richtig zusammengebaut habe. Ja, Kupplung. Wahrscheinlich Bügel noch nach oben, ja. Immer wenn dieser Bügel hier hochgeklappt ist und hier oben anlehnt. Ja, so. Also dann umsteuern auf HP 1. Ich glaube nicht, dass es an der Maschine selber liegt. Ja, die bleibt tatsächlich gerade noch wo hängen. Ich drehe sie mal um. Ach. Und die Sauerei, wenn man etwas macht, filmt, dann funktioniert es wieder nicht.
Das soll jetzt auch wirklich der Schluss sein hier von dem Video. Ich bin wirklich jetzt glücklich. Ich muss nur noch an der Beleuchtung ein bisschen was basteln, aber das ist jetzt eigentlich auch wurscht. Also die Maschine fährt wieder. Sieht wieder schön aus, also man kann sie da angucken, ohne dass man gleich kotzen muss, weil es so traurig ist. Auch heulen muss. War ja wirklich im schlechten Zustand. Ich kann ja hier nochmal kurz ein Bild einblenden. Beziehungsweise ich kann auch vielleicht hier noch kurz nachher, Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. Es hat sich schon einiges geändert. Also sie glänzt wieder, man hat nicht diesen Staubring hier vorne rum. Und vor allem, sie fährt. Das hat sie davor nämlich nicht können. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen privat ein bisschen weiterfahren und bedanke mich jetzt wirklich für dieses Video, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.